Willkommen zu diesem Spieltest von Pflanzen gegen Zombies oder Plants vs. Zombies. Ja, es geht darum, dass man sein Gehirn beschützt gegen Zombies. Und man kann keinen Punkt benutzen. Super. Dann beginnen wir mal. PopCap Games präsentiert Pflanzen gegen Zombies. Das sind ein paar übertriebene Zombies. Die kommen anfangs noch gar nicht. Unser Garten und ein paar Zombies. Ja, tippe auf ein Samenpäckchen, um es aufzunehmen. Tippe über dem Gras, um das Samenkorn zu pflanzen. Super, du kannst Samenpäckchen auch per Drag and Drop verwenden. Sammle die herunterfallenden Sonnen ein. Sammle weitere Sonnen, du brauchst sie für neue Pflanzen. Prima, du hast genug für deine nächste Pflanze. Tipp auf die Erbsenkanone, um noch eine zu pflanzen. Die Zombies dürfen dein Haus nicht erreichen. Ja, Erbsenkanonen. Die fangen jetzt an, den Zombie da zu beschießen. Wir haben bisher nur eine Bahn, danach kommen hier und da noch eine und am Ende fünf. Letzte Welle. Jetzt kommen immer besonders viele Zombies runter. Von rechts. Auch wenn es nur zwei sind. Oh. Sieht aus wie eine Sonnenblume. Gib dir eine extra Sonne. Oh, die haben das bisschen geändert. Nice. Noch mehr Rollrasen. Sonnenblumen sind äußerst wichtige Pflanzen. Pflanze mindestens drei von ihnen. Die gibt nämlich auch gleich eine Sonne, sobald sie so hell leuchtet. Je mehr Sonnenblumen du hast, desto schneller kannst du Samen einpflanzen. Jetzt, wenn die so gelb, so anfangen zu leuchten, dann spucken die so eine Sonne aus. Wo kommt der erste Zombie? In der Mitte. So, jetzt sind wir geschützt. Und der Kopf ist weg. Der nächste Zombie kommt. Ich mache meine zweite Reihe davon. Eine riesige Zombie-Welle nähert sich. Letzte Welle. Oh, guck mal.
Der hat da so eine Flagge. Oh nein, sie geht kaputt. Nein, sie ist weg. Oh Mann. Oh. Oh, Kirschen. Die Kirschbombe sprengt alle Zombies in einem Bereich. Oh, jetzt haben wir schon Zombies mit Hüten. Die sind witzig. Die halten nämlich in etwa doppelt so viel aus wie die normalen Zombies. Das heißt, man muss sie recht früh schon platt machen. Hey, das ist unfair. Ich habe noch nicht genug Sonnen. Oh, ich muss mal kurz eine Pause machen. Komme gleich. So, da bin ich wieder. Oh, guck mal. Ein etwas älterer Zombie mit Zeitung. So, da bin ich wieder. Es geht weiter. Flaggenzombie, stirb! Oh. Ich habe alle getötet. Egal. Was denn das? Sieht aus wie eine Walnuss. Wallmauer, habt ihr den Witz kapiert? Ja. Oh mein Gott. Schlechter Witz. Wehr Zombies ab und schützt deine Pflanzen. Weiter. Sonnenblume? Die haben wir doch schon, oder nicht? Egal. Wieder Hütchenzombies und normale. Oh, und jetzt haben wir das volle Feld. Drei Blumen habe ich. Und da kommt der erste Zombie.
Ja, wow. So, jetzt haben wir 5 Sonnenblumen. Ich glaube, das reicht erstmal für eine Weile. Oh Mann. Genau auf die falsche Bahn gesetzt. Hoffentlich kriegt die Erbsenkanone das noch hin. Ich glaube, dann setzen wir mal eine Walnuss hier hin, um den Zombie aufzuhalten. Der hat echt viel Leben. Nein, nicht meine Walnuss anknabbern. Hör auf! Hör auf! Die hat aber echt viel Leben. Oh, jetzt ist die schon angeknabbert. Tut mir so leid. Endlich ist der blöde Zombie tot. Die nächste Walnuss wird angeknabbert. So, doppelte Verteidigung. Eine riesige Zombie-Welle nähert sich. Letzte Welle. Stirbt. Oh. Eine Schaufel. Was macht man damit? Damit kannst du Pflanzen ausgraben, um Platz zu schaffen. Okay, hier gibt es eine Horde von Zombies und eine Walnuss, die sich bewegt. Aber das werdet ihr jetzt leider nicht mehr sehen, denn die Folge ist vorbei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da oder stimmt hier rechts oben beim i ab. Wenn ihr es weiter haben wollt und lasst auch ein Abo da, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.